Guten Morgen. Hallo. Was machst du in aller Herrgottsfrüh? Wir sind auf einem Fahrsicherheitstraining heute. Da geht es 4 Stunden lang um Bremsen und Ausweichen, Kurvenübungen und dann Schleudern. Und wie man mit allen Assistenzsystemen zurechtkommt. Also keine. Und ja, ich freue mich schon extrem drauf und ich hoffe, das wird ganz, ganz cool. Und geht schon, Defender, kannst du starten. Genau, mit letzten, Bremse, fest drauf. Ja, Bremse lösen, ausweichen, links, rechts wieder, genau, kein ABS. Da muss ich Bremse lösen, fürs Ausweichen, sehr gut. Es hat Urspaß gemacht. Ja? Also, ja, schon. Ich finde schon, davor haben sie so Filme gezeigt und da konnte ich schon richtig fühlen, weil ich halt auch schon mal im Schnee probiert habe, wie sich das anfühlt, wenn dann das Heck ausbricht oder das vorne nicht nur das tut, was man möchte. Und das ist schon ganz cool, das macht schon Spaß. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, dass ich dann mit der Zeit intuitiver gehandelt habe und das ist schon ganz gut geht. Also ich fühle mich jetzt schon auf jeden Fall sicherer. Ist der Defender ein tolles Auto? Mega toll. Es ist auch so, dass ich weniger Geschwindigkeit aufbaue. Also alle fahren mit 50 ins Hindernis und ich fahre halt mit 35. Man kann einfach nicht so schnell beschleunigen. Und so komme ich eigentlich so gut klar wie die anderen. Also es gleicht sich aus. Es beginnt gleich wieder, ich muss noch aufs WC. Und heute ist Ostersonntag, deswegen tun wir noch Eier picken. Dani? Auf eine gute Reise oder so. Ein bisschen. Ah, meins hat überlebt. Okay. Nein. Aber meins auch. Okay, das müssen wir essen. Defender, du siehst auch die Lücke. Dort hinlenken. Wurscht, wo der Defender hinfahren will. Du lenkst den Zug da wieder. Geh am Zug. Lenk, 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 lenk. Ja, schon besser. Aber du musst viel schneller noch sein mit der Lenkung. Da geht nicht gemütlich, ja. Wieder nehmen und gerade. Passt. Juhu. Jetzt rechtzeitig begonnen und dann funktioniert das auch. Gut. Also 80 km/h, 3, 2, 1.
merken jetzt, der Gurt macht wieder auf, gell? In dem Moment, wo die Notbremsung passiert, spannt er sofort nach. Ich glaube, ich habe noch nie so stark negativ verstanden. Ja, die werden sich dann, wenn das Auto ins Rutschen kommt, automatisch schließen bis auf eine kleine Spalte. Das Schiebedach wird auch zugehen, wenn das Auto ins Rutschen kommt. Gut, also wir haben gesehen, Schiebedach hat sich geschlossen, die Fenster gehen bis auf einen kleinen Spalt hier zu. Ja, Rauschen im Radio passiert deshalb, weil es könnte eventuell eine Airbag-Auslösung geben. Und das ist eine Vorbereitung fürs Trommelfell. Gut, dann schauen wir uns das Ganze an, wenn man mit dem Tempomat fährt. Zum Beispiel jetzt, ich tue gar nichts. Ja. Er kennt jetzt das stehende Hindernis, ja. Er bremst jetzt selber. Ja. So, ich kann nichts machen. Ja. Er wird mich warnen, jetzt nehme ich schon, nur nichts. Und er führt autonom die Bremsung durch, also wirklich eine Notbremsung. Zweites Fazit? Es war super. So viel Spaß gemacht und also ich glaube, wenn jetzt eine Notsituation passieren würde, glaube ich, kann ich auch besser reagieren. Und ich finde, wenn man Defender fährt, hat man auch ein bisschen so eine Verantwortung, weil es halt für die Fußgängersicherheit jetzt nicht so super ist. Und ich glaube, da ist es eigentlich wichtig, dass man wenigstens ein bisschen besser weiß, wie man dann reagiert. Und was mein Punkt immer war, ist langsamer fahren. Langsamer fahren, ja. Bitte, Karin. Und früher bremsen. Einfach immer bremsen. Ja. Und nochmal vielen Dank an Danis Oma und Danis Mama, die mir das zu Weihnachten geschenkt haben. Das war echt cool. Der Defender ist schon fast ganz bereit für die nächste große Reise. Nur durften wir das Dachzelt und den Dachaufbau noch nicht draufgeben, weil das heute zu gefährlich gewesen wäre, wenn der Sperrpunkt so weit oben ist. Aber morgen geben wir es drauf und dann fehlt nicht mehr viel, bis wir bereit sind. Und auch jetzt, halt, wenn wir uns die Leute fragen, ja, was macht ihr damit, wo geht ihr hin und so. Und so, ja, wir fahren Richtung Mongolei und in 2 Wochen geht's los und es wird langsam so real. Ja, und, ja, jetzt passiert es bald, ja. Wie sind eigentlich die Scheibenwischer? Hast du das ja ausprobiert? Ja, wir haben jetzt neue Scheibenwischer von Bosch, glaube ich. Und die sind echt super. Ja? Also, sind sie super? Ja. Ich habe sie noch nicht probiert, nämlich. Doch, sie sind schon gut. Okay, cool. Also es bleibt schon dann noch dieses, was es nicht erwischt. Ja, gar. In der Mitte, aber das, was es erwischt, ist super. Ja? Mhm. Cool. Und das noch immer mit der alten Scheibe? Ja. Nice. Gestern war das Fahrsicherheitstraining. Heute kommt das Dachzelt wieder drauf. Wir sind jetzt beim Haus von meinem Onkel und meiner Tante, wo wir den ganzen Winter über das Dachzelt lagern durften und auch den restlichen Dachaufbau mit dem Ersatzreifen, der Standheizung und so weiter. Jetzt sollte gleich mein Papa kommen und mein Onkel und dann helfen sie uns hoffentlich, das Dachzelt wieder draufzugeben. Und dann werden wir uns auch anschauen, ob es den Winter gut überstanden hat. Was machen wir jetzt? Ja, wir machen es auf, um zu schauen, ob es nicht schimmelt. Weil wie lange war es jetzt zu? Extrem lange, seit Oktober, glaube ich. 6 Monate. Das Leintuch ist auch noch überzogen. Und die Kuscheldecke ist auch noch drin. Pünktchen sind verdächtig, aber es sind keine Pünktchen. Es riecht immer noch nach Chlor. Das ist für alle Zeiten so eingeklort. Stimmt. Das kann nicht so erwachsen. Oh, es ist zu Hause. Schon eigentlich, gell? Es ist so richtig flauschig. Auch mit dem Innenzelt. Es fühlt sich sehr, sehr nach zu Hause an. Ah, meine Ohrenstöpsel. Auch noch da. Perfekt. Ist nicht geschimmelt, oder? Nein, ich glaube nicht. Perfekt. Die ganzen Abläufe mit dem Zip auf und sowas, das geht immer noch eingespielt wie vor einem halben Jahr. Das haben wir nicht verlernt, das ist wie Fahrradfahren. Der Defender sieht jetzt wieder so viel vertrauter und einfach so viel besser aus, wenn man einfach wieder die richtigen Reifen drauf, den Dachaufbau einfach so, wie wir es kennen. Und es macht so Lust, wegzufahren. Das ist echt arg.